So, willkommen auf meiner Nachtfahrt mit dem SO4 Pro. Ich will mal an den Lidl entlang fahren. Ich möchte mal gucken, wie das Licht ist, ob das reicht, die Ausleuchtung. Weil an den Lidl gibt es keine Straßenlaternen. Dann will ich mal gucken, ob die Ausleuchtung ausreichend ist. Das habe ich ja beim EPF 1 vorher bemängelt, dass im richtig dunkel, im Stockfinsteren die Ausleuchtung nicht reicht. Mal sehen, wie das jetzt hier beim SO4 Pro ist. Ja, ob da die Ausleuchtung reicht. Ne? Schauen wir mal. Also viel Spaß bei einer kleinen Nachtfahrt. Ich hoffe, man sieht genug. Ja, ihr seht jetzt, man hat nur den Lichtkegel vor sich und ja, das ist, also ich zwinge mich jetzt das hier nochmal lang. Ja, also ich sehe jetzt gerade, ja, jetzt wird noch wieder matschig und schlammig. Also ich werde wieder zurückfahren, das tue ich mir jetzt noch nicht an, also da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Weil man sieht hier wirklich nicht aufhalten. Ich kann auch hier beim SO4 Pro gar nicht den Scheinwerfer verstellen. Also nach oben, nach unten oder sonst wie. Also so viel ich weiß, geht das nicht. Ich schau nochmal. Nee, der ist fest installiert. Also das kann beim SO4 kann man das vergessen. Das kann man nicht machen. Also ich drehe wieder um. Das ist mir zu dunkel. Ich finde es auch zu koscher, das so zu fahren. Ja, also. Also auch mit dem Fahrrad würde ich jetzt hier abends nicht mehr langfahren, weil man nicht weit genug vorausschauend fahren kann. Man sieht halt nicht, was auf einen wartet. Und das finde ich dann schon ein bisschen zu gefährlich, Leute. Also, oder seht ihr das anders? Also ich weiß nicht, also ihr seht jetzt das, was ich sehe. Mehr seht ihr nicht. Also ich sehe auch nicht viel mehr. Und jetzt hier gerade so die matschigen Stellen. Nee. Da habe ich definitiv keinen Bock drauf. Also unbeleuchtete Strecken, nö. Ich würde sagen, wir probieren lieber noch mal hier und da so mal eine kleine Anhöhe. Wie gesagt, wir haben jetzt um die 5 Grad. Viel wärmer ist es nicht hier draußen. Der SO4 ist eigentlich voll geladen. Ich muss das gerade mal gucken. Ich starte jetzt aus. Warum auch immer. Die Handschuhe aufziehen, weil diese Handschuhe sind nicht Touch-Handschuhe. Ich will hier komplett reinsteigen, weil ich habe Doppelhandschuhe an. Warum ist die App jetzt ausgewählt? Verdammte Mist. Ich habe mal ein bisschen dickere Handschuhe angezogen als vorhin, so richtige Motorradhandschuhe. Also es drehen mir die Finger ein, Leute. Eben ist er wieder vorne hochgegangen. Also wenn man jetzt voll draufsteht, mit vollem Gewicht, ja, und sein Gewicht ein bisschen nach hinten verlagert, dann kann es mit dem SO4 Pro ein bisschen gefährlich werden. Weil der Motor hat Dampf. Jetzt sehe ich auch hier die Berge, das ist alles kein Problem für den. So, ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Also ich hoffe mal, ihr seht genug. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall windiger als noch heute Mittag. Thank you.
Also ich finde, dass er auch Huppel wirklich komfortabel meistert. Er hat keine Federung, aber die Luftreifen machen den Job, die 10 Zoller. Mit Straßenlaternen ist das schon was anderes. Kann man vorausschauend erfahren. Also im Stockfinsteren. Dieser Berg macht mir gar nichts aus. Genau wie heute Nachmittag. Es ist arschkalt. Ich bin jetzt wirklich froh, dass ich dickeren Handschuhe angezogen habe. Aber sonst hätte ich jetzt schon Frostbeulen an den Fingern.
Guck mal, dass ihr was seht. Könnt ihr mal sehen, wie viel Mühe sich manche Leute geben mit den Weihnachtsdekorationen. Hammer, oder? Nee, fahr, fahr. Sieht das denn toll aus? Oh, weiter geht's. Na, Junge, was fehlt dir? Licht! Ja, man sieht's, die Kinder sind sehr unvernünftig. Und einfach ohne Licht hier. Ich nehm's gut. Nee, fahren wir mal hier rum. Und kommen wir zur Hauptstraße. Wo es da oben lang geht. Aber ihr seht, sobald die Straßen ein bisschen dunkler werden, ist es natürlich auch wieder eingeschränkter. Ne? Also ich habe noch so einen Tipp. Falls ihr beim Scooter fahren Handzeichen geben müsst, lasst es. Weil beim Scooter fahren sind Handzeichen ziemlich unstabil. Mein Tipp, gib Fuß. Einfach den Fuß in die richtige Seite rausstrecken, reicht völlig. Ja? Könnt ihr ein Lenkrad schön mit beiden Händen festhalten, die Füße könnt ihr schön links und rechts rausstrecken. So könnt ihr dann praktisch mit einem Fuß auf dem Brett stehen und könnt schön Fußzeichen geben statt Handzeichen. Also da weiß der hinter euch auch ganz genau, wo ihr lang wollt. Wenn er das dann nicht merkt, dann hat er selber Schuld. Ich habe definitiv Zeichen gegeben, also. So, also das war eine Sackgasse. Gut. Probieren wir einen anderen Weg. Thank you.
So Leute, ich werde die Nachtfahrt gleich abbrechen. Ja. Weil es ist wirklich scheißkalt. Ja. Ich bin zwar komplett eingepackt mit Motorradhandschuhen und Schal und Mütze und allem drum und dran und über die Ohren gezogen, Schütze und alles, ja, aber ich friere hier den Arsch ab, auf Deutsch gesagt. Und das ist mir dann doch zu viel. Also fahre ich jetzt wieder direkt heim. Dann war es zwar nur ein kurzes Nachtvideo, aber es war ein Nachtvideo. Und ich wollte mal sehen, wie das so ist, mit dem Sumpflo durch die Nacht zu fahren. Mit seinem Licht. Fahr nochmal hinten über den Radweg, unbeleuchtet, dann seht ihr es nochmal ein bisschen dunkler. Der ist aber auch ein bisschen besser, also ich kenne den. Deswegen habe ich da nicht so, sag ich mal, vom Wegesverlauf nicht so eine Angst wie jetzt an der Nidder unten, wo ich nicht weiß, wann eine Pfütze im Matsch oder eine Kuhle kommt, wo ich da voll reinbrettern würde. Aber ihr seht das jetzt schon hier auf der Straße, auf der Landstraße in der Nacht, also ohne Beleuchtung sieht man nicht viel. Also sowas solltet ihr tunlich vermeiden. Dafür sind die Sachen, finde ich, nicht. Das kann man notfallweise machen, aber generell sollte man es nicht machen. Für mich ist die perfekte Zeit, mit dem Scooter zu fahren am Tag und maximal noch in der Dämmerung. Und ihr seht nicht weit voraus, es ist stockdunkel. Ihr fahrt ja natürlich auch gewisse 20 km/h. Und ja, wenn da was zu schnell auf euch zukommt oder zu unerwartet, ja, dann habt ihr den Salat. Also für mich ist das jetzt eigentlich fast ein Blindflug, weil ich sehe maximal, was sind das, vielleicht 5-6 Meter voraus sehe ich, maximal, und das ist mir definitiv zu wenig. Ich kann auch die Lampe nicht nach oben stellen, also ich kann das noch nicht weiter ausleuchten, und das ist mir definitiv sicherheitsmäßig zu wenig. Also ohne Straßenbeleuchtung ist mir Scooterfahren in der Nacht mit Scootern, die halt so eine schwache, sag ich mal, nicht für mich ausreichende Beleuchtung haben, für stockfinstere Strecken, nicht optimal. Also das hier ist, ich meine, ich kann fahren, klar, logisch, ich könnte sagen, ich kann ja fahren, du siehst ja, aber ich sehe nicht weit genug im Voraus, um, sag ich mal, für mich sicher zu fahren. Das ist schon so ein bisschen Roulette ist da schon dabei, wenn man ja, auf so Wegen in die Dunkelheit fährt.
Die sagen also, ich kenne den Weg, als wenn ich den erkennen würde, hätte ich mehr Angst. So Leute. Gott sei Dank, ich bin gleich zu Hause, da bedanke ich mich. Hoffe, euch die kleine Nachtfahrt hat euch gefallen. Ja, dann zum nächsten Video. Ich denke mal, demnächst wird dann so Reichweiten-Test kommen und ja, erst nochmal werde ich den Akku ein bisschen noch leer fahren. Fahren wir alle zum Laden wieder. Aber dann